Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauer auf der Galerie und vor den Fernsehern. Es ist mir eine Ehre, heute hier sprechen zu dürfen. Da es meine erste Rede ist, möchte ich mich bei euch kurz vorstellen. Mein Name ist Günter Kumbitsch. Ich komme aus der Steiermark, aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Und ich bin im Landeskriminalamt der Landespolizeidirektion Steiermark als Jurist tätig. Schon aus diesem Grund ist mir die Sicherheit unserer Bevölkerung sehr viel wert, aber auch die Arbeitsbedingungen unserer Polizistinnen und Polizisten. Als Thema habe ich den Personaleinsatz und die Vorgehensweise der Polizei bei Dienstzuteilungen, wie auch eben meine Vorrednerin, die Abgeordnete Ruth Becker. Der Rechnungshof kritisiert in seinem Bericht vom 6. Juni 2013, dass das Bundesministerium für Inneres über keine definierten Kriterien für die Festlegung der Personalstände verfüge. Die Personalausstattung sei einfach historisch gewachsen gewesen. Er empfahl dem Bundesministerium, die Festlegung nachvollziehbarer und verbindlicher Kriterien für die Personalausstattung. Bei der Exekutive zum Beispiel, indem man das Verhältnis der Straftaten mit der Einwohnerzahl vergleicht und auch andere Kriterien dazu nimmt. Insbesondere fiel dem Rechnungshof auf, dass sich das Bundesministerium zur Aufstockung des erforderlichen Personalstandes Dienstzuteilungen bediente. Der Gesetzgeber hat aber ein klares Bild von Dienstzuteilungen, nämlich als vorübergehende Maßnahme. Immer dort, wo es Not am Mann ist oder es aus systematischen Gründen nicht möglich ist, sollte man mit Dienstzuteilungen vorgeben. Tatsächlich aber dauerten Dienstzuteilungen im Jahre 2012 zwischen 3 und 7 Jahren, in Einzelfällen sogar bis zu 20 Jahren. Tatsache ist, dass der finanzielle Aufwand an den Dienstzuteilungsgebühren in den Jahren 2007 bis 2011 bis durchschnittlich 10 Millionen Euro betrug, also keine Kleinigkeit. 2 Jahre nach dieser Kritik zeigt sich, dass nach wie vor ein dringender Handlungsbedarf besteht. Es ist eine Frage des Standpunkts oder der Sichtweise, ob die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Schließungen von Polizeidienststellen einer Systemanpassung dienten oder als reiner sicherheitspolitischer Kahlschlag zu werden ist. Ich gebe auch meiner Kollegin Becker recht, dass diese Ungleichbesetzungen der Dienststellen natürlich auch eine enorme Überforderung der Polizistinnen und Polizisten bedeutet. Aus der letzten parlamentarischen Anfrage betreffend Überstundendienste, aus der Beantwortung vom 26. Mai, zeigt sich, dass heute noch immer gravierende Unterschiede zwischen den systemisierten und den tatsächlichen Personalständen im Bereich der Polizei bestehen. Das bedingt auch, dass im Bereich der Landespolizeidirektion Wien im Jahr 2014 mehr als 343.000 systemisierte Überstunden anfielen und trotzdem viele Polizistinnen und Polizisten über die Maßen belastet wurden. Das Bundesministerium wird daher aufgefordert von uns, nicht weiter wie bisher mangelnde Planstellungen einfach durch Zuteilungen zu ersetzen, sondern im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung und im Interesse der Polizistinnen und Polizisten, nämlich diese systemisierten Personalstände mit den tatsächlichen Personalständen in Einklang zu bringen. Es wäre dann nämlich nicht mehr nötig, mit Langzeitzuteilungen und sonstigen Manövern zu arbeiten. Dankeschön.
Das war der erste Redebeitrag von Günter Kumpitsch von der FPÖ im Nationalrat. Er folgt Mario Kunasek nach, der nach der Landtagswahl in den steirischen Landtag gewechselt ist. Harald